Jungs. Oh fuck. Jungs. Ob ihr es glaubt oder nicht, Spellbox sind noch spielbar, okay? Ja, eine Menge Stuff hier zu liegen. Das einzige, also, das war mein Field Center. Das war mein Field Center heute. Extra Deck können wir eigentlich wirklich skippen, weil ich nicht eine einzige Karte heute daraus beschworen habe. Wollen wir skippen? Lassen wir mal. Und Side-Deck ist. Okay, das ist jetzt schon eher relevant. Um alles vorwegzunehmen, das hier habe ich jemandem geliehen. Und das hier habe ich mir rangeholt. Nicht getauscht, einfach so. Ne? Wenn ich noch ansprechen wollte. Seht ihr den Misprint? Dafür ist hier ein bisschen zu viel Holo- und Feuerding. Das steigert den Wert bestimmt. Fucking cool. Fucking cool. Ich will mir Dinos bauen und da kann man das Ding mittlerweile drin spielen. Wegen dem Stufe 4 Dino-Tuner und dem Beat-Raptor. Und damit ist es ein bisschen leichter, das Ding zu beschreiben. Aber gut. Es soll heute um Spellbox gehen. Ich wollte nur wirklich kurz damit angehen. So, und hier Trades. Also, wenn wir interessieren, schon wie Trades. Also gut, steigen wir ein in Spellbox. Ich werde nochmal alles erklären. Ich habe leider noch nie auf Spellbox eingegangen. Das ist das erste Mal hier. Das ist ein Deck, das ich mittlerweile seit einem halben Jahr versucht habe zu bauen. Oh mein Gott, ich bin absolut nicht mehr mit der Videoeinleitung einverstanden. Also gut, wir fangen an. Bei den Monstern spiele ich nur 9 Stück. Dreimal High Priestess of Prophecy, was halt unser Bossmonster ist. Man kann es spezialbeschwören, wenn man drei Spellbox in der Hand vorzeigen kann. Drei Spellbox-Spells. Dreimal Spellbook Magician of Prophecy auf Normal Summon oder Flip Face Up, weiß nicht, einmal aufkam auf Normal Summon, sucht er einem eine Spellbook-Spellcard. Und dreimal Jauchen the Spiritualist, der einfach mal auf dem Feld sagt, niemand darf specialen und once per turn kann man eine Random-Karte discarden, um alle gespecialten Monster zu zerstören. Das sind unsere neuen Monster, das ist das Lineup. Ich kam damit soweit klar. Weiter mit den Spells. Bei den Spellbooks erstmal, dreimal den Starter, das ist die Bibliothek des Halbmondes, die sagt, solange man keine Spellbox im Friedhof hat, kann sie aktivieren. Man revealed drei Spellbox vom Deck, der geht ja mit einem zufällig einen auf die Hand, die anderen gehen wieder ins Deck. Drei Searcher, ist klar. Drei Draw-Karten, zwei Meister, die kopiert. Also man aktiviert sie, zeigt eine Spellbox-Karte, das heißt, man kann auch Blue Boy vorzeigen, in der Hand vor, tarret eine normale Magiebuch-Spell im Grave und kopiert den Effekt. Problem, hierbei muss man immer noch Kosten bezahlen, weil Discards sind keine Kosten. Das ist meistens gut, aber für den Fall, dass das Ding geasht wird. Aber ansonsten halt nicht. Und by the way, entschuldigt, wenn ich so schlecht rede, aber Aften sind unschön. 2 Eternity, man nimmt eine gebannte Spellbook-Karte wieder auf die Hand. Zauberkarte, Entschuldigung. One-Offs, ein Wisdom, war auf 1 okay, ist halt komplett suchbar. Eine Power. Habe ich ursprünglich 2 gespielt, genauso viel mit Wisdom, das ist in Ordnung auf 1. Und Spicy, nur ein Fade, dafür selbstverständlich eine italienische Ulti mit, denn welche sonst? Die Karte ist absolut insane, ich hätte mir aber nur ein einziges Mal eine zweite gewünscht, deswegen ist das einfach zu teuer, als dass ich mir noch eine anschaffen könnte, deswegen habe ich es mal mit einer probiert. Ich würde in Zukunft wahrscheinlich 2 spielen, aber eigentlich kam ich heute mit einer wirklich klar. Ein Game hätte ich halt noch vermutlich gewonnen, wenn ich die zweite gehabt hätte, aber insgesamt habe ich ein Missplay gemacht mit Mystic Mine. Mit Mystic Mine. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich mich schäme. Denn ich habe Folgendes gespielt. By the way, für Landwurmfang kein Platz mehr. Wir haben es hier mit einem Rogue-Deck zu tun, okay? Und ich habe mir eine Mystic Mine rangetauscht und kurz danach habe ich selbst eine gezogen aus der Special Edition. Und Mann, ich wollte sie ausprobieren. Sie hat mir ein Game gegen Cyberdrachen ewig gestunt und hat mir dann nichts mehr gebracht. Also, ich weiß nicht, ob ich sie weiterhin spielen würde. Wahrscheinlich schon. Es interruptet halt damit, wenn man den da nicht mehr raushaben kann und nicht mehr 2 Draws bekommen kann. Aber ja, und Set Rotation kam einmal auf. Ja, das Spiel sehr verlangsamt. Letztes Spell. Die hier gewinnt Games. Man sollte 2 spielen. 3 wären, glaube ich, auch so ein bisschen zu viel. Mein Traps. Dreimal Windsturm der Phönixflügel. Bin absolut froh, dass ich sie gespielt habe. Denn, ihr werdet das in jedem Deckprofil hören. Okay, diese Karte hier ist eine Tempo-Karte. Das bedeutet, sie verringert einfach das Tempo des Spiels. Sie gibt dem Gegner einen Dead Draw. Das habe ich einmal falsch gemacht, denn das sollte man eigentlich gegen Ende der Main Phase 2 machen. Oder halt in der Battle Phase im Zweifelsfall. Aber nicht in der Main Phase 1, wenn er gerade einen Search-Effekt noch aktivieren kann. Das habe ich heute aus Versehen gegen Palio gemacht. Dann konnte er noch irgendwie einen Opavinia machen und ja, war doof. Auf jeden Fall, die hier. Einfach dem Gegner so viel Dead Draws gegeben, wegen die habe ich allein die Duelle gewonnen. Bin so froh, dass ich sie gespielt habe. Dann noch die anderen Traps. 3 Angst in Janis mit Gebrüll und 3 Wawoku. Ja, großartige Karten. Helfen einem einfach, Heiler zu stunnen. Gut,
Stallen, nicht stunnen. Entschuldigung. Oh mein Gott, dieses Video ist echt scheiße. Eigentlich ist, ich bin gerade nicht damit einverstanden. Extra, ich habe nichts beschworen. Ihr braucht einen Crowdy und das war's. Den wollte ich endlich mal in ein Deck packen. Gut, extra Deck. Zeitdeck. Eigentum-Material, werde ich immer noch versuchen wegzutauschen. 3 Dedekrähe, reingebordet nicht gesehen. 3 Wähler, reingebordet auch nicht gesehen. 2 Chaosjägerinnen gewinnt gegen Donnerdrachen. Das plus Jaugen und mit einem Mondspiegelschild gewinnt das einfach das Donnerdrachen-Matchup. Und insgesamt das hier plus Jaugen ist einfach so eine unglaublich unfaire Kombination. Zweites Wisdom, das kam einmal auf gegen Palio. 3 Mind Control nicht gesehen und 2 Twister gesehen. Aber war Bullshit, weil ich genau die falsche Backrow gesniped habe. Naja. Matchups. Runde 1 gegen 60 Karten Paläozoisch von einem eigentlich richtig kompetitiven Spieler hier. Ich war überrascht, dass er das gespielt hat, weil echt ein cooles Deck. Er meinte, es war ein Fun-Day. Ich hätte jetzt mit Skyspark oder sowas gerechnet. Ich traue den Typen alles zu. Ich weiß, dass er das sehen wird. Das ist eigentlich echt, war ein ziemlich gutes Deck. Ja, jedenfalls, das habe ich unentschieden gespielt. Erste Runde verloren und zweite Runde gegen das Timon und ich hatte ihm schon ein bisschen Schaden gemacht. Danach hat er so ein bisschen Comeback gemacht. Das Deck ist halt wirklich sehr, sehr gut im Grind-Game. Und, ja. Ja, nicht. Game 2 ging es gegen Cyberdrachen. Ja, genau, gegen Cyberdrachen. Das habe ich 2-1 verloren. Denn jetzt, wo sie Nächster haben und halt deswegen immer wieder Nächster plus Galaxiesoldat plus Dresdestin solche Hände eröffnen können, immer konstanter und halt, er hat auch wirklich jedes Game mit Core eröffnet. Damit kamen sie in First Turn Play, wenn der Gegner keine Monster kontrolliert. Wenn sie das nicht mehr hätten, dann hätte ich locker beide Games gewonnen. Aber locker, Alter. Ja, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Aber naja, gut. Und Runde 3 gegen Dönerdrachen. Ich habe gegen Dönerdrachen gewonnen. 2-1. Game 1 hat er mir die Combo komplett hingelegt. Da musste ich scoopen. Game 2 bin ich first gegangen, konnte ihm Jaugen hinnehmen. Game 3 ist er first gegangen. Ich habe ihm Chaosjäger hingelegt. Danach habe ich, es hat seinen Zug beendet. Danach habe ich Jaugen genormelt und Mondspiegelschild ausgerüstet. Bin über seinen Batteriemann-Solar gerannt und dann mit 2-5 Direkten sogar einfach immer wieder nach 3 Zügen wieder tot. Verdammt cool. Und dann bin im Endeffekt 7. von 17 geworden. So in Ordnung, das obere Bereich. Aber ja, jetzt kommen wir zu den Trades, das wirklich aufregende. Eine Idly, damit habe ich sie jetzt, plus Monstrosity. Das heißt, ich habe mir noch, ich habe mir den beiseite gelegt, plus den hier für das Deck. Also ich will unbedingt Baryon spielen einfach, deswegen. Die beiden waren mir sehr wichtig, dass ich die noch ranbekomme. Lado hat sie für 8 Euro berechnet. Das war aber dumm von ihm, denn ich habe ihm 2 Maxis gegeben. Musste ich. Ich habe noch meine Ami behalten. Ich muss sagen, ich finde mittlerweile die Ami schöner als die Ultra. Und allein schon vom Wert her ist es einfach, ja. Ist einfach nur sinnvoll, die Ultra Rare abzugeben und anstatt der Super Rare. Jedenfalls, die Ultra geht 8 Euro. Er hat das für, 9 Euro. Der hat das für 8 Euro berechnet und ich musste ihm noch für, Moment, was ich noch von ihm bekommen habe. Rettungskatze, die geht 4 Euro. Dementsprechend, das hier ist realistischer Wert, das Ding geht 5 und das hier geht 4, das heißt 9 Euro. Ich gebe ihm Maxi plus ein Plate Maxi aus der Tin in Deutsch und halt wirklich Plate, was Near Mint 3 Euro gehen wird. Ne, excellent. Also in Plate realistischerweise noch 1,50 oder so. Also, ja gut, 1,50 Verlust, das ist meinetwegen, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Also wenn es zumindest 3-4 Euro Verlust gewesen wären, wäre unschön. Jetzt habe ich halt 3 Rescue Geld. Ich kann mal sehen, was ich damit anfange. Aber das kommt halt definitiv in Dinos, weil das einfach die beste Variante ist. Dann das kommt auch wahrscheinlich in Dinos. Einfach viel zu gut. Im Zweifelsfall halt mindestens Side-Deck. Werde ich mal sehen. Die habe ich oben drauf bekommen. Einen davon ist aus meinem eigenen Eintrittspack. Ich habe eine Special Edition geholt. Die liegt hier. Ich habe nur Schrott gezogen. Außer halt einer Mystic Mine. Wie gesagt, die habe ich dann direkt reingekloppt. Die geht irgendwie 50 Cent oder so. Warum auch immer dann. Es tut mir leid. Ich werde nur eine Lichtbühne spielen, okay? Ist das gut genug? Ich hasse Tricks da immer noch, aber ich spiele es ja nicht wegen dem Burn-Effekt. Ich spiele es einfach, weil es eine Instant-Orchus-Kombo ist. Ich habe jetzt ein Meme aus der Orchus-Kombo gemacht, okay? Jedes Mal, wenn der Gegner 2 Monster auf dem Feld hat, habe ich gesagt, und jetzt ist Orchus-Kombo. Und für 2 Minuten lang lustig, jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall werde ich mal sehen, dass ich... Ich werde es nicht Tricks der Orcus nennen, okay, ich nenne es dann Orcus Toolbox. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie 60 Karten oder so, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht, aber wir werden es sehen. Der hier, damit ich schon 3 Stück habe, damit ich schnell auf Baryon komme. Dann das hier für, was auch immer, vermutlich dieses Deck hier, Spellbox. Das und das, mit, weiß ich nicht. Das habe ich jemanden für 2 Euro abgekauft, weil ich
weil er 2 Euro braucht. Und hey, das Ding hier geht, glaube ich, 3 oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeschaut, aber es ist ziemlich gut gegen Endymion. Was für ein Meta-Deck ist das? Ich habe jetzt endlich eine von den guten Equip-Spells, leider in Platinum, ist in Ordnung. Das hat Potenzial, ich fange jetzt an, Daddies zu sammeln und ja, eben auf Throne, das ist ein Deck, was existiert. Dann 2 Zwangs-Eva in Rare wollte ich ursprünglich spielen, kein Platz mehr dafür. Das wollte ich auch ursprünglich spielen, kein Platz mehr. Das, wenn ich jetzt mein Playset habe und ein bisschen Endlosketten, ich glaube, den habe ich jetzt 4-mal, ich habe keine Ahnung, aber nee. Ich werde das Deck eh niemals fertigstellen. Ich habe mir auch nicht meine Deckliste ausgesucht, ich habe keine Ahnung, was das Deck macht. Ich weiß, dass die Xyz ist ein Friedhof beschwören. Aber gut, ich setze mich da mal an Dinos. Gute Nacht, Fam. Reingeguckt, reingeguckt. Reingeguckt, 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 reingeguckt.